Ja, neulich habe ich in einer Zeitschrift gelesen, 85% der Frauen finden ihren Arsch zu dick, 10% zu dünn und nur 5% finden ihn okay, wie er ist, und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben. Zwei Männer sitzen nebeneinander im Bus. Da fragt der eine, kann es sein, dass sie gerade onanieren? Darauf sagt der andere, ja, wieso stört sie das? Nein, eigentlich nicht, aber könnten Sie jetzt mal Ihren Penis nehmen? Ich muss nächste Haltestelle aussteigen. Kommt die 15-jährige Tochter aus der Schule nach Hause und sagt, Mami, wir sind heute alle untersucht worden. Nur eine ist noch Jungfrau. Ja, und das bist du, mein Kind. Nein, die Lehrerin. Auf einem Bauernhof wird der Tierarzt zur künstlichen Besamung der Kühe gerufen. Als der erscheint, da ist nur die alte Oma auf dem Hof. Ja, die führt den Doktor in den Stall, die deutet auf die Kuh und sagt, das ist die Kuh und dort an den Nagel, da können Sie Ihre Hose aufhängen. Der Gynäkologe fragt seine 1,93 Meter große Patientin, wie sie verhüte. Da sagt die mit einem leeren Marmeladeneimer. Und wie soll das denn funktionieren, wundert sich der Arzt. Na ganz einfach, mein Mann ist nur 1,60 Meter groß und beim Verkehr stellt er sich auf den Eimer und genau in dem Moment, wo er so glasige Augen bekommt, da gebe ich dem Eimer einen Tritt. Ein Patient klagt über Potenzstörungen. Da sagt der Doktor, ach, machen Sie sich da mal keine Sorgen, wir haben da ein ganz schnell wirkendes neues Phosphorpräparat. Da sagt er, ach, Sie haben mich jetzt falsch verstanden, Herr Doktor, er soll stehen und nicht leuchten. In der Schule. Die Kinder sollen als Hausaufgabe einen Vogel malen. Der kleine Peter, der hat es schon recht schön gemacht, nur ist sein Bild nicht ganz vollständig. Die Lehrerin fragt ihn, sag mal Peter, dein Vogel, der hat ja gar keine Beine und auch keinen Schwanz. Da fängt der Peter an zu heulen und sagt, ach, als ich die Mama fragte, wo man bei Vögeln die Beine hinmacht, da hat sie mir eine geknallt. Da habe ich mich gar nicht mehr getraut, nach dem Schwanz zu fragen. Kommt eine Frau zum Arzt. Herr Doktor, ich habe Durchfall. Kann ich damit auch baden? Da sagt er, ja, wenn Sie die Wanne voll kriegen.